die Nützlichkeit des Schweins. Das Schwein ist ja in der Kunst ein sehr beliebtes Tier. Die meisten hier hatten schon mal einen Pinsel in der Hand und wissen, dass bei den richtig guten Pinseln die Borsten vorne echte Schweineborsten sind. Wer schon mal in Mettmann im Neandertaler Museum war, weiß, dass vor gar nicht allzu langer Zeit die berühmte Knochenflöte auch aus irgendwelchen Knochen geschnitzt wurde. Wahrscheinlich war es auch ein Schweineknochen. Es war ein Reiher. Du sagst, es war ein Reiher, ist ja auch eine Art Schwein, ist egal. Also, was hatten wir? Pinsel, Schweine, ne? Reiher, Borsten, Borsten, Würstchen, Spendenkasse. Nützlich. Spendenkasse haben wir. Bier. Heute wird das Schwein als quasi alttestamentarisches Pergament auftauchen. Ich glaube zwar, dass sie damals Ziegen dafür genommen haben, hatten wir aber keine. Also unser Pergament heute wird ein Stück Schwein sein, zu Ehren des Tieres, das sich da freiwillig oder nicht so freiwillig hergegeben hat für den heutigen Abend. Habe ich mir extra ein rosafarbenes Hemd angezogen, als, schön, als adäquate Trauerbekleidung für das nun nicht mehr unter uns weilende Schwein, dessen Nützlichkeit für die Kunst sich innerhalb der nächsten 60 Minuten manifestieren wird. Wir wünschen, nicht nur mit uns beiden sowieso, sondern auch mit unserem Gast Franziska Nass, die gleich mit uns nochmal aufhören wird. Nach der Ansage gehen wir ja weg und kommen wieder. Wir wünschen viel Vergnügen im Verlauf der nächsten 60 Minuten. Danach auch. Nächsten Montag auch. Nächsten Montag auch. Wir sind jetzt bei Nummer 20. Wir ziehen durch. Wir machen 52 Konzerte. Es sei denn, irgendeiner von uns fällt vorher dahin, wo das Schwein letzte Woche gewesen war. So, bis gleich. Auf Wiedersehen. Thank you.
Thank you.